euch heute wieder durch den Tag mit und es ist was richtig Cooles passiert und zwar sind wir... Wir haben Lotto gewonnen! Nein, schade nicht. Nicht das, aber genau, oder fast so gut. Wir sind fast fertig mit der Baustelle. Da werde ich euch heute wieder ein bisschen unten mitnehmen und zeigen. Es ist, wie gesagt, nur fast fertig, aber das Gröbste ist schon fertig. Wir müssen nur so ein paar Kleinigkeiten machen und ja, dann nehmen wir euch heute mit. Wir haben jetzt gerade gefrühstückt. Deswegen schaut der Tisch noch so aus, der Papa räumt ihn jetzt gerade ab. Ich habe zum Vloggen begonnen, deswegen. Ja, aber ich helfe ihm dann auf jeden Fall gleich mit und dann ziehen wir uns an. Wir müssen nämlich noch mal kurz zum Baumarkt. Wir brauchen so irgendein Schläuchchen für das Badezimmer unten. Und dann müssen wir eigentlich schon unten sauber machen. Und Papa muss den Boden verfugen vom Vorraum und vom Badezimmer. Und ja. Sauber machen, ausgemalt ist schon überall, so Kleinigkeiten wie Steckdosen anbringen, Lichtschalter anbringen, was noch? Die Türstöcke muss der Papa malen. Ja, das habe ich vergessen. Ja, ist auf jeden Fall spaßig und ja. Im Haushalt ist auch viel zu tun, ist sehr viel liegen geblieben, weil die Waschmaschine war jetzt ein paar Tage unten ausgesteckt. Weil die, also weil der Boden halt verfließt wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, was in einem 6-Personen-Haushalt passiert, wenn die Waschmaschine einige Tage nicht in Betrieb ist. Wir haben auf jeden Fall 20.000 Wäscheberge. Wir haben gar keine Klamotten mehr in den Schränken, sondern alles nur mehr verteilt. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, jetzt die letzten Tage locker 6 Waschmaschinen gewaschen. Ja, auf jeden Fall, heute ist ein spaßiger Samstag für uns. Wir räumen aber zuerst mal hier auf und danach gehen wir los. Schaut euch mal das an, wie es hier ausschaut vor unserem Haus. Auf jeden Fall müssen wir ganz, ganz viel Bauschutt wegtragen. Das ist alles hier Müll, was wir wegmachen müssen. Und ja, dabei haben wir es halt hier vor dem Haus. Der Papa ist ganz schnell hier im Baumarkt herumgedüst. Wir haben jetzt noch die letzten Sachen besorgt. Und jetzt gehen wir schon bezahlen. Jetzt waren wir eigentlich schnell fertig. Wir sind schon länger zu Hause. Ich habe jetzt inzwischen seitlich die Luisa schlafen gelegt und bin mit ihr ein bisschen liegen geblieben. Und es ist schon dunkel. Also es ist jetzt aktuell 16.30 Uhr und es wird schon dunkel. Das macht richtig traurig. Ihr bekommt von mir jetzt auch, hey, da kommt eine kleine Sophiechen aufgelaufen, ein kleines Update, wie es aktuell hier ausschaut. Nämlich fast richtig fertig. Hier, schaut euch mal an, wie schön und hell das alles hier ist. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Hier ist auch schon der Boden verlegt, was ich gar nicht mehr bewusst das gezeigt habe. Hier ist nämlich derselbe Boden verlegt worden, wie wir ihn hier im Vorraum haben. Und ja, hier kommt man runter. Hier hatten wir früher auch so ein Regal und das kommt dann weg. Also das kommt da nichts mehr her, auch kein Geländer. Da werden wir irgendein, weiß ich noch nicht, irgendein Regalsystem uns überlegen. Sophie, komm, geh runter. Geh! Steht da. Geh! Darf ich bitte vorbei? Dann Dankeschön. Ja, ein bisschen dreckig ist halt. Der Papa. Ja, und so schaut es hier aus. Hallo. 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 Lisa hat geschlafen, ja. Genau unter deinem Fuß. Kaki. Hallo, Kaki. Genau unter deinem Fuß. Genau unter deinem Fuß. Papa, hast du gehört, wie die Lisa gesagt hat? Hallo, Baki. Ja. Hat sie geschlafen? Ja. Ich zeig einen kleinen Baustellenabschnitt. Das ist er. Ciao. Ciao. Die Kinder helfen sehr brav mit. Mama. Ja, Mama. Ist das schön hier? Ja. Ja? Ich zeig euch mal, wie das hier ausschaut. Also, wie ihr seht, überall ist der Boden schon fertig. Also, ja, wir sind eigentlich fast schon ganz fertig, außer hier Steckdosen fehlen. Hier noch. ja, die Lichter sind dran. Was steht denn? Das ist ein Kinderwagen, ne? Ja. Ja. Hier bei der Treppe haben wir dann auch diese Schnur. Das muss auch noch ein bisschen gerichtet werden, wie ihr seht. Jetzt hat der Patrick halt zum Saugen begonnen. Das hört man nicht. Hoffe ich zumindest, dass man trotzdem ein bisschen was verstehen kann. Groß und Ganzen muss halt noch sauber gemacht werden und diese kleinen Arbeiten wie Steckdosen angebracht werden. Und somit fast fertig. Aber ja, diese kleinen Arbeiten, die klauen ja jetzt auch noch Zeit. Und die Kinder machen ja jetzt das sauber im Vorraum, damit man, ja, damit hier gefugt werden kann. Wow! Wow! Hier wurde schon überall Fugen draufgegeben, auch hier, aber hier noch nicht.
Hey, Sophie! Was machst du? Bist du immer dabei? Du bist ein Baustellenhund. Wow. Hey, Papa, wow, sagt die Lisa. Wow! Der Papa ein richtiger Elektriker, oder was? Ich bin Buche. So, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich in der Küche. Ich werde ziemlich gleich was kochen. Die Lisa darf iPad schauen, damit ich in Ruhe kochen kann, während alle anderen unten sind und dem Papa helfen. Und ich habe mir jetzt gerade meinen Vitaminsaft aus dem Kühlschrank geholt, weil ich habe so Kopfschmerzen. Und ich hoffe, dass es durch das ein bisschen besser wird. Ich weiß nicht, keine Ahnung, hat er heute den ganzen Tag gegen Kopfschmerz. Vielleicht liegt es ja auch am Wetter, aber I don't know. Ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich was kochen. Und zwar was von HelloFresh. Das geht dann ziemlich zackig, ziemlich rucki zucki und schnell. So, meine Lieben, der Eintopf köchelt hier brav vor sich hin. Noch 15 Minuten. Währenddessen mache ich hier Bananen-Pancakes. Voll cool. Das ist ein fast veganes Rezept. Also fast. Da ist nämlich Milch dabei. Hier Milch. Aber sonst ist alles hier pflanzlich, finde ich cool. Deswegen fand ich das so, ja, und ich liebe ja so vegetarisches oder veganes Essen auch. Also bei mir muss nicht immer Fleisch dabei sein. Ich finde sowas auch sehr, sehr lecker. Und vor allem Bananen-Pancakes, I love it. Das Einzige, was hier halt drin ist, ist Milch. Und das könnte man aber ersetzen durch andere Milch. Aber fast vegan, ne? Aber vegetarisch schon mal. Mit Kochen bin ich fertig und mir geht es irgendwie nicht so gut. Ich glaube, ich habe schon gesagt. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Die Lisa baut hier einen Katzenfutterturm. Lisa, das ist wirklich nicht safe. Und die Lara liegt hier am Boden. Was hast du gemacht? Ja. Aha, darf ich ihn nochmal klein machen und du machst ihn nochmal groß? Weil es ist gefährlich. Ja. Ja. Wir machen ihn kaputt und du baust ihn wieder auf, okay? Mama! Nochmal? Ja! Okay, komm. Bis jetzt habt ihr euch noch geküsst und jetzt hör, was ist denn jetzt? Oh oh! Baust du den Turm nochmal neu? Lara, lass sie! Lara, lass sie! Lara, lass sie! Lara, lass sie. Oh, oh. Meine. Quatsch, komm. Schau mal. Wow. Oh, oh. Aber sei vorsichtig, ja? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Und was? Und ich habe einen Mann. Wir müssen nur vorsichtig sein, ja? Oh oh. Nee. Ist dein Quatschkopf? Ist dein Quatschkopf? Ist die Lara ein Quatschkopf? So, wir haben jetzt fertig gegessen und der Papa ist jetzt wieder unten und spielt mit den Steckdosen. Wie viele Steckdosen haben wir denn noch? Sechs. Sechs, okay. Also, der Papa hier ist hier am Werkeln. Das ist wirklich so unfassbar, oder? Das würde man hier irgendwie nicht mehr erkennen, wo man ist, oder? Schaut euch mal das an. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Hier hat man alles gesehen, alle ja, Wasserleitungen und Kupferleitungen und weiß ich nicht was. Richtig schön. Hier, Badezimmer schon auch. Ja, noch ein bisschen wüst aus, aber es wird langsam. Ja, der Papa montiert hier die Steckdosen und schaut euch mal die fleißige Michelle an. Die Michelle wäscht die Fensterrahmen. Michelle, du bist so tüchtig, wirklich. Das Wasser ist dreckig und jetzt, wenn ich das putze, dann... Du machst ja nur den Staub weg, Michelle. Die Fenster müssen wir eh nochmal waschen. Also das ist ja... Du machst nur das Grobe weg, Schatzi, weißt? Ja. Du machst das echt toll. Michelle hat jetzt die Fensterbänke geputzt. Und ja, hier, mein Gott, wenn ich das alles sehe, kriege ich eine Krise. So viel kleine Zeugs, Dings da, was mir dumm steht, gell?
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da mein Zimmer aussieht. Kannst du es noch nicht vorstellen? Nee. Aber ich glaube, sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Der Papa macht jetzt noch die Steckdosen fertig und dann ist Schluss hier. Yep, und das ist Patricks Reich. Da stehen auch schon ein paar Möbel, die geliefert wurden. Die werde ich euch natürlich noch alle ausführlich zeigen. Jo, that's it. Schatzi, machst du eh nicht zu lang? Nein, nein. Na gut, ich gehe mal rauf, okay? Mhm. Das muss ich euch kurz zeigen. Die bravsten Kinder auf der Welt machen mit mir Wäsche. Auch wenn der Patrick sehr nicht so begeistert darüber ist. Oder Patrick? Ich hab gearbeitet, wo sie auch Wäsche machen. Natürlich. Ist unsere gesamte Wäsche. Kinder, wir haben ein paar Tage nicht gewaschen. Schaut euch das an hier. Das ist ja, wir machen jetzt zusammen Wäsche und gucken was auf Netflix. Sehr brav, Michelle. Hey meine Lieben, ich habe mich gestern gar nicht mehr vom Vlog verabschiedet. Wir haben gestern noch Wäsche gefalten und ich war dann so, wir haben ein bisschen noch ferngeschaut und ich war dann so müde und bin einfach eingeschlafen. Ja, und jetzt aktuell ist schon nächster Tag. Wir sitzen hier gerade am Arbeiten, also ich und der Papa. Ich habe hier meinen Laptop, aber drüben sein Laptop und wir machen gerade die Bestellungen für den Mamasplaner. Die zweite Bestellungstour von meinem Mamasplaner. Ihr kennt ihn bestimmt schon, habt vielleicht schon das Video gesehen. Und ja, ich bin schon wieder ausverkauft. Ich muss jetzt wieder neu bestellen. Also ich freue mich mega. Das ist einfach so ein, wie muss ich sagen, eine Bestätigung, dass man es gut gemacht hat. Ja, danke dafür. Und ja, ich werde mich aber jetzt vom Vlog verabschieden. Wir werden jetzt weiter arbeiten. Ich muss jetzt noch ein Video schneiden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, meine Lieben.